So. Du bist schon auf der anderen Seite. Ja, ich komme durch. Naja, ich hab Gold an. Da. Wir müssen in die Richtung hier. Boah, diese Ekelschweine. Vor allem, die haben ja auch ein Knockback. Ekelschweine? Ja, die Ekelschweine. Scheiße, ich habe jetzt erst gesehen, was Eichler gebaut hat. Was, den See? Hm. Ja. Und der ist noch nicht fertig. Ich weiß, da fehlt noch einiges. Hm. Bau uns mal hier an der Kante entlang. Du, ich hab ne Picke dabei. Ja. Ich auch, zwar nur Stein, aber halt. Wir müssen ungefähr in die Richtung hier. Oh, schwarzer Stein, das trifft sich gut. Den brauche ich dann später auch noch für irgendwas. Nein, für irgendwas? Weißt du noch nicht für was? Nö. Ach, es wird schon wieder nachts. Du kannst alleine schlafen. Ich weiß. Immer noch in die Richtung? Ja, wir müssen einmal hier ein bisschen weiter rechts jetzt. So. Ja, wir gehen hier drüber. Ja. Wir hucken hier drüber am besten. Sieht man die schon? Also, ja, von hier aus siehst du sie schon. Einfach jetzt so diagonal rüber. Ach, dort. Da, wo der Cobblestone ist, habe ich den Strider eingefangen. Komm ich mal hinter die hoch, weil hier ist eine Plattform. Ich bin schon oben. Und jetzt muss ich gucken, wo ich ungefähr hier drin gestorben bin. Ist schon terrible Fortress. Hier kam ich rein, dann weiß ich wo lang ungefähr. Okay. Bin ich hier? Was ist ein Terrible Fortress? Es ist das normale Standard Achievement, wenn man in den Nether Fortress geht. Habe ich hier einmal abgefahren? Bin, meine ich, hier hinterlang? Bin hier einmal in die Sackgasse gelaufen? Die war gelootet. Hier ist die Sackgasse. Können uns da mal eine Runde aufteilen? Ist ja groß genug der Spaß.
Siehst du irgendwo ein Becken, also so dieses Standard-Lava-Becken-Ding? Nee, so noch nicht. Direkt mit so einem Lava in der Mitte. Ja, ich weiß, was du meinst. Ah, hier. Dann bin ich hier links. Ich hab den Glowstone hier mitgenommen gehabt. Bin hier runter. Und bin hier vorne gestorben. Hast du dein Loot? Ja und nein. Den größten Teil ja. Den kleinen Teil nein, weil der jemand anders anhat. Oh, wow. Ach, die Rüstung hat wer an, oder? Mhm. Ein Pigman? Ja, ich guck gerade. Was ist der? Einen einzigen müsste ich kennen, weil der meine verzauberte Dia-Hose anhat. Wobei, die kann ich mir wieder traden, also ich brauch mein Loot nicht wieder, also das, was mir jetzt noch fehlt. Versuche mich mal von der Seite ranzubauen und den Spawner abzubauen. Den können wir ja mitnehmen. Wie viele Base-Shots hast du? 12. Okay, ja, dann kann ich es wieder abbauen. Ab den Spawner. Da muss ich einen Goldapfel fressen. Hier ist der nächste. Der zweite Sporner. Jetzt können wir Darko ins Haus setzen. Oder in den Minenschacht. In der Hoffnung, ach, ich guck mir mal an, was der Shopkeeper kann und dann wird man abgeschossen. So, dann kicke ich mal weiter rum. Hast du schon die komplette Festung erkundet gehabt? Nein. Dazu kam ich nicht. Jo, Sackgasse. Weil ich mache das immer so, dort die Gänge, wo ich schon war, da baue ich meist so eine Linie Netherrack hin. Damit man sieht, oh, da war schon jemand. Na gut, hier unten ist auch nix. Palim, palim. Aber die sind auf jeden Fall gebufft. Und die Blaze? Ja. Wie viel macht ein Schuss? 2 Herzen? Also Schuss macht ja an sich so, immer, so gut wie immer nur Feuerschaden. Aber der Nahkampf, also wenn du die zu nah dran bist, machen die super viel Schaden. 3 Herzen Schaden, 4 Herzen Schaden ungefähr. Und halt ein 6 oder 7 Schläge aus mit einer mit einem Eisenschwert. Ich bin wieder beim Ausgang. Jo, ich gehe da jetzt auch wieder hin. Selbst die Skelette hier drin machen ordentlich Damage. Ich hatte jetzt die Hoffnung, dass ich hier irgendwie ein Öser-Skelett finde. Aber nix da. Schade. Komm gleich wieder. Jupp.
Schade, schade, Schokolade. Jo. Hier. Kam ich von hier? Ja, von hier irgendwo kam ich. Ist ein kleiner Zombie-Knallkopf. So. Da. Kamen wir von hier? Ja, ja, von hier oben. Okay. Dann gehst du den Weg hier runter zu meinem Strider. Jo, mach das. Danke für die Hilfe. Kein Problem. Ich hab ja nicht wirklich viel gemacht. Doch, die Blaze ist abgelenkt. Naja, ein bisschen eingebaut. Und die Blaze Rods besorgt, die ich haben wollte. Weil jetzt können wir brauen. Du willst Blaze Rods von mir? Boah, das kostet aber mindestens Darko dreimal töten. Nee, nee, könnt ihr schon haben. Ja, ich gucke jetzt noch mal ein bisschen nach blauem Holz. Stimmt. Ich habe zwei Loks gefunden, das war's. Ey, ich hab grad so gelacht, weil Teotwei kann es gerne erstmal probieren. Ey, so schlecht bin ich mittlerweile nicht mehr equipped. Ja und, aber wir hatten ja dasselbe Equipment und ich habe dich locker geschlagen. Ja, ich glaube, mittlerweile habe ich besseres Equipment als du. Naja, ja. Bringst du mir 2 Stacks blaues Holz mit, kriegst du die 12 Blaze Rods. Ja, 12 brauche ich nicht. Oh. Brauchst? Ja, du hast gerade geleckt. Ich brauche nur minimal was. Braustand. Braustand habe ich bei mir. Ja, den habe ich auch schon. Ich bin der Einzige, der noch keinen hat. Ja, ich habe meinen aus dem Endorf mitgenommen. Ja, Dito. Hier. Da. Da hat er sich rübergebaut, das ist sehr schön. This boat has leg, was? Achso, du reitest auf dem... Ja, man muss einmal Rechtsklick mit der Angel machen, um ihn zu boosten, damit er schneller läuft, damit er mal den Erfolg bekommt. Und dann geht er halt wirklich ab, wenn man einmal diese Angel benutzt. Soul Center hab ich, das hab ich, da kann ich so. Oh, das unter Wasser dann schön aussehen. So, jetzt muss ich nur noch den Eingang finden. Zu was? Zum Portal. Ich bin jetzt schon im Roten Wald. Es müsste eigentlich hier irgendwo sein. Hm? Hast du das schon über die Brücke? Wow. Ich brauche nur nach oben gucken, da ist es. Sie hat kein Dings. Keinen einzigen blauen. Ich habe 2 blaue Loks und das war's, da war nicht mal Leaves bei. Ja, gut. Saplings kriegt man ja eh nicht. Dass das so selten ist. Es ist an sich nicht selten. Ich habe halt nur ein Biom bekommen, was halt zur Hälfte verschüttet war. Und dadurch ist halt nur, sind nur die Loks, sind nur 2 Loks gespawnt. Oh. So. Oh Gott, wie heißt das denn? Blaze Rods sind dann draußen bei mir in meinem sogenannten Briefkasten. Jo. Der einzelnen Truhe, glaube ich, oder? Ja, aber umgesetzt. Ne, das Zeug hier. So ist ich hab das Geräusch doch richtig gehört. Nein, hast du nicht. Oh, ich hab Pfeile. Ike, der Händler, verkauft White Dye, White Tulp, Pink Tulp, Vines,
Brown Mushroom und Gunpowder. Töten. Ist das jetzt, hier so ein, der reisende Händler. Pillefortz-Händler, ja. Pff, ich brauche halt die Bäume, die Saplinge. Wir können heute gerne nochmal auf Suche gehen, ob man Dschungel finden. Oder eine Wüste. Fehlt immer noch grün. Also beides dann. Dschungel und Wüste. Das war jetzt die falsche Kiste, egal. Erstmal hier rein. Naja, wo ist das? So, da kann ich hier jetzt noch schnell ein Thumbnail machen. So. Und ich kann hier in der Seite noch schnell zu Ende machen. Oh, und dann bin ich soweit es geht fertig hier. Nice. Mach ich später weiter. Rockstar, Dancer, Tiller, Drop, my love is